die Bärgräse, die Bärgräse kann ich kaufen, die haben alle Fälle ein Kilo Fleisch am Tag. Und jetzt können Sie mal zustimmen und ausrechnen, wie die Ökern da Jo, servus die Malung und grüß euch die Buben. Ja, ich bin heute wieder mal in Macheck unterwegs, im Storchenparadies. Ein paar Störche habe ich eh aufgenommen, aber ich habe keine Delle heute mitgehabt. Also ein bisschen eine Delle ist drauf, aber zu wenig natürlich, weil die weit weg sind. Ja, wieder ein bisschen durchzischen vom Wetter her, ist richtig angenehm zum Gehen. Temperaturen sind 26 Grad, aber es ist ein schönes Lüfterl und ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was wir erleben. Gehen wir. Wie man sehen kann, die Furt hinter mir ist ziemlich austrocknet. Dürfte nicht so viel Wasser da sein. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich kann meinen neuen Gülsensticker testen, aber so wie es ausschaut, haben wir ein Pech, oder ich zumindest zwei. Es geht da immer ein leichtes Lifterl und von daher sind keine Gößen da. Na, vielleicht wäre da drin. Ja, da lebe ich halt. Ein Trecker, die Schwammerl auf die Bahn. Ja, die sind schon hinüber. Ja, von der Natur aus extrem geil da herin. Aha, da kann man Tiergeräusche nachmachen und Viecherl anlocken wahrscheinlich. Miau, miau, miau. Na, mein Schlachthof bringt nichts, schätze ich. Aber dafür sind die Seerosen da, die Blauen, extrem hoch. Ja, das Gelbe, was da durchschimmert, ist so ziemlich die einzige, was ich sehe. Der Rest sind nicht mehr Blätter. Viele, viele Blätter und diese Wasserlinsen. Ah, grau. Ah, da steht zumindest noch ein bisschen Wasser herinnen. Ah, das Tümpelchen da. Vis-à-vis alles mit Linsen voll und ein paar Seerosen. Sind wir da. Ja, da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Da habe ich jetzt zu einer schönen Hütte, da war ich schon öfters und möchte eh hinschauen. In der Richtung ist so eine schöne Aussichtshütte, wo man das Wasser halt sieht, da möchte ich auch noch hinschauen. Aber zuerst schauen wir da hinten, da ist auch noch so eine kleine Plattform ist dort. War ich auch schon, dort schauen wir dann hin und dann schauen wir da hintere. Also, los geht's. Ja, da ist auch wieder so ein Brücken, falls mehr Wasser ist, aber es ist ja wirklich absolut
trocken. Aber das Gebiet schaut so geil aus. Echt spitze. Echt super. Ja, ich habe mir daheim eine Tour in Komoot gemacht. Die war aber 18 Kilometer. Das ist mir ehrlich gesagt heute ein bisschen zu viel. Bei den Temperaturen, wir haben auch schon kurz vor 12. Also, gut, es hat immer noch 26 Grad, aber es soll wieder über 30 gehen. Ich werde es daher canceln, wie man so schön sagt, und werde dafür eine andere Runde rennen. Wie gesagt, das will ich auf alle Fälle machen, da hinten zu der kleinen Aussichtswarte im Wasser. Da hinten und auf die gehen wir jetzt vieren. Also. So, da sind wir jetzt da. Und jetzt schauen wir auf die Plattform. Zumindest bin ich allein da. Das ist schon mein Vorteil. Ja, sicher auch, warum ich da allein da bin. Das Schiff ist ein Wahnsinn. Also gehen wir bis zum Wasser. 3 Meter, 3,5. Das Schiff noch mit dazu. 5 Meter. Wie nix. Aber ich zeige euch das da mal da unten. Ja, da unten kann man das Wasser sehen. Und schaut, wie hoch das Schiff ist. Das geht da hinten über mich drüber. Locker. Ja. Dahinter war was, aber das sieht man natürlich nicht. Gut, viel gesehen haben wir nicht, aber es ist auch wurscht. Gehen wir zu der anderen hinten. Da im Eck sieht man ein bisschen runter, aber auch nicht weiß gut wie viel. Also ein bisschen Wasser ist drinnen. Wow, ein Hirschkäfer, leider tot, aber ein ordentliches Drum. Ich lege jetzt einmal zum Vergleich meinen Autoschlüssel her. Man sieht, was das für ein Riesendrumkäfer war. Schade, dass er tot ist. So, jetzt bin ich auf alle Fälle da hervor, wo die Abzeigung ist. Und da schauen wir jetzt rein. Ja, 1,5 Liter Wasser habe ich dabei auf alle Fälle. So, jetzt bin ich schon neugierig, wie viel Wasser da herin ist, aber ich muss sagen, da ist da ein bisschen mehr. Auch wieder alles voller Linsen. Seerosen und sonstiges. Wie gesagt, viel Wasser ist nicht herin. Da eigentlich dasselbe in Grün, aber mich wundert, dass ich keine Schildkröten sehe. Das ist so ein. Normal sind überall da. Da drüben sehe ich ein paar Schwäne. Muss ich mal schauen, ob ich mich wieder hochschleichen kann. Ja, leider, da ist alles so dicht, da komme ich nirgends durch zum Wasser. Aber egal. Auf alle Fälle, viele Buntspechte sind da und da habe ich schon eine Feder ergattert. Ja, vielleicht bringe ich auch noch für die Linsen, aber die Hunde sind so verdammt flink. Und bis ich den im Visier habe, ist der weg. Na egal, schauen wir weiter. Und jetzt tut es zum Wasser zu. Ja, leider sehe ich da nicht ums Eck, wo die Schwäne waren. Aber es ist zumindest da.
Eine schöne Sicht. So, da geht es jetzt im Biberweg weiter. Da darf man nicht rein, da ist Stoppschüttel. Und das ist der Weg, was gesperrt ist. Aber ich muss eher am Biberweg weiter. Das ist ein morscher Panda im Hintergrund. Gewaltiges Teil. Schön. Der hat noch nicht mal einen Weg, der ist auch gebrochen, aber der schaut noch relativ frisch aus. Die Brust zumindest. Und er ist unten noch komplett grün. Dürfte noch nicht so lange her sein. Da herin ist überall so geil. Man darf zwar nicht rein, aber das ist vielleicht eh gut, dann bleibt die Natur auch so. Schön. So, endlich bin ich bei der Hütte angelangt. Schauen wir mal. Wow, ein Lado. Super. Ja, ich muss sagen, bis jetzt, die Gößen, was da waren, wo ich reingekommen bin, sind weg. Also, das dürfte vielleicht da ein bisschen was helfen. So, aber jetzt da gibt es einmal Wasser, was ich mir verdient habe. Heute machen wir kein Feuer, heute habe ich alles fix fertig mit. Geht so auch. Krankensaison. Das wisst ihr, seid wieder die Ersten. Gesund werden und alle Gesunden werden mir nicht krank. Prost! Ah, das ist jetzt durch das eine linke seitliche Fenster. Schauen wir auf den Kanal. Jetzt schauen wir vorne raus. Schaut auch gut aus. So, alles wieder geschnallt, jetzt um, dann gehen wir. So, bei der Kreuzung bin ich jetzt wieder angekommen und jetzt geht's da rein weiter. Schau mal rein. Keiner da, wir sind allein. Ja, aber auch da. Entweder ist zu Hause. Ja, ich denke, ich werde weitergehen. Sehe ich nicht viel, vielleicht sehe ich von unten mehr, aber ich glaube nicht wirklich. Also, schauen wir weiter. Durch sind wir. Da geht es jetzt noch rauf am Damm und dann habe ich noch 4-5 Kilometer bis zum Auto. Wertvolle Wiese. Naja. Dann gehen wir. Ah, da stehen ein paar Königskerzen. Ich glaube halt, dass sie sind. Ah, recht schön. Und jetzt geht ein angenehmes Windel da herum. Herrlich. Ja, Mama mia, ich bin mir nicht sicher, was das da für ein Viech war. Ein 42er daneben. Das ist ja wie ein Elefant. Das ist jetzt neu gemacht. Da haben sie reingezäunt für die Pferde. Schön. Mal so ein Blick auf so einen Dümpelteich. Ja, jetzt bin ich schon nahe der Straße, hinter mir höre ich jetzt schön Autolärm. Unangenehm, aber so ist es halt. So, weiß nicht, ob man sieht, da vorne sind zwei Radlfahrer und dort, wo die sind, und ich bin dann da. Storche.
Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da hinter mir kommt schon komplett Gras. Ich habe mir für heute wieder Gewitter angesagt. Warte, ist das warm. Boah. Schauen wir mal auf die andere Seite. Wahrscheinlich genauso warm. Ja, was so ist. Ab nach Hause. So, ich bin wieder beim Auto retour. Und ja, jetzt trinke ich meinen Kaffee noch. Und dann geht sie langsam wieder heim. Ja, ich verabschiede mich gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.